So, herzlich willkommen zur Übersetzung zu den Lightning Talks an Tag 3. Ich glaube, es geht gleich los. Es wird sehr schnell gehen heute, 5-Minuten-Talks. Die Übersetzer heute sind Tribut, Frau Blauwal, Step 21, Philipp und Pink Dispatcher. So, es wird wieder eine kurze Einführung geben, wie das funktioniert mit den Lightning Talks. Und wie das funktioniert für uns, für euch und für alle. Für die Sprecher, wenn ihr vortragt, setzt euch bitte schon vorne hin, wenn ihr heute einen Talk habt, damit ihr ganz schnell zur Bühne kommen könnt, wenn euer Talk dran ist. Denkt dran, ins Mikrofon zu sprechen, nicht nach hinten umdrehen, dann hört man euch nicht mehr. Nicht auf den großen Bildschirm gucken, denn dann kriegt das Mikrofon das nicht mehr mit. Ihr habt einen Bildschirm vor euch, da könnt ihr eure Folien auch sehen auf dem großen Monitor. Ihr müsst nicht zur Leinwand gucken. Und es gibt diesen Klicker, mit dem ihr die Folien weiterschalten könnt. Ist ganz einfach. Haltet euren Vortrag, haltet die Zeit ein und dann kriegt ihr auch Applaus am Ende. Und wenn ihr die Bühne verlasst, dann lasst den Klicker da für den nächsten Vortragenden. Einige Hinweise für das Publikum. Achtet auf den Zeitkeeper, den Timekeeper, dieses Ding hier. Und Alex wird noch kurz erklären, wie das funktioniert. Ja, guten Morgen. Dieses Gerät hilft euch, eure Zeit einzuteilen auf der Bühne. Und es gibt diese 5 Minuten sind in 3 Phasen eingeteilt, grün, gelb und Rotphase. Und am Anfang wird es so aussehen, der Timekeeper zeigt 4 Minuten in grün an, während die Zeit fortschreitet. Und wenn das oben angekommen ist, dann müsst ihr noch nicht in Panik verfallen, dann habt ihr immer noch 1 Minute Zeit. Und dann geht es weiter und die nächsten Sekunden wird es gelb und die letzten 30 Sekunden wird es rot und dann solltest du zum Ende kommen und vielleicht dich verabschieden von dem Publikum. Und wenn es so aussieht und blinkt und wenn du immer noch redest, dann müssen wir deine Aufmerksamkeit kriegen und dann werde ich 5 Sekunden vor Ende werde ich dieses Zeichen machen und dann wisst ihr ja alle, was los ist. 5, 4, 3, 2, 1 and. Und müssen wir das nochmal üben? Im Hackcenter war das lauter. Vorhin. 5, 4, 3, 2, 1 and. Marvelous, perfect. Very good. One last thing. Ein letztes noch. Und Getty hier hat alles organisiert, hat alles besorgt, alle Folien besorgt. Und bitte einen großen Applaus für Getty. Während wir gerade dabei sind, uns zu bedanken, noch und Applaus. Alex, für Alex bitte auch einen großen Applaus für die Videoleute, die dafür sorgen, dass Timekeeper auch auf dem Bildschirm erscheint und die Slides in verschiedenen Formaten. Und bitte einen Applaus für alle, die bei den Lightning Talks mitarbeiten. Noch ein Grund für Applaus, es gibt wieder Übersetzungen. Die Englischen werden ins Deutsche übersetzt. And the German talks will be translated into English. Auf 8014. Vielleicht für die Übersetzung, der Originalton aus dem Saal ist auf 8004. Die original soundtrack from the hall will be on deck 8004. That's enough for the begin, so let's start. Jetzt fangen wir an. Das war die Einführung. So, first speaker is
Introduction to Pawn Tools. Der erste Vortrag ist in Einführung in Pawn Tools. Ich habe etwas gesagt über den Klicker hier lassen. Ich lasse ihn hier auch mal für den Speaker bereit. Guten Morgen. Das ist eine kleine Einführung in Pawn Tools. Und Pawn Tools, das ist eine Exploitation Framework. Es funktioniert in Python und das ist für schnelle Exploits zu entwickeln, zum Beispiel in CTFs. Es wurde entwickelt von der Studierendenorganisation Ponies an der DAQ und man kann es an GitHub downloaden. In diesem Vortrag möchte ich gucken hier an so einen Beispielcode. Dieser Code fragt auch deinen Namen und nimmt ihn. Also hier, HeroFlow. Und es wird dann in eine While Loop gehen und dann geht es raus wieder mit einem Buffer, mit einem Quit-Word drin. Es nimmt den Buffer und schreibt ihn während dieser While Loop Thingy. Und am Schluss gibt es wieder einen Namen raus. Also man sieht hier einen Format String. Wenn man das hier benutzt, das Ziel ist, dass wir hier das System benutzen. Erst müssen wir schauen, dass Pawn Tools hier das unlabelt. Wir nehmen hier diesen Startbefehl. Dann können wir den Prozess benennen. Das ist einfach. Zuerst müssen wir die Adresse des Systems rausnehmen. Dann müssen wir den GotEntry zu free ändern. Dann müssen wir den Namen ändern. Wir haben hier gesehen, der Name wurde als letztes rausgegeben. Wenn das in der letzten Linie ist im System, dann müssen wir das entsprechend rausgeben. Das wäre sehr schön. Zuerst müssen wir wissen, wie wir das abrufen und dann müssen wir einen Format String nehmen. Pawn Tools wird dann wissen, wie man das abruft. Macht diesen Format String. Das ist so eine Pawn Tool Magic, die wir benutzen. Und das ist eine Art, wie man so einen Format String benutzen kann. Und es gibt einen Folder Memory Ausgeber. Es benutzt nur standardisierte Format String Techniken. Da kann man drüber lesen überall. Man kann das einfach googeln und dann findet man es ziemlich schnell. Das erste, rausgeben der Adresse des Systems. Was machen wir? Wir machen, was der Dynamic Linker machen würde. Also wir haben hier ein kleines Programm, das geschrieben wurde in C. Und wir nehmen die Adresse des Symbols hier und nehmen das rein. Und wir machen genau das gleiche, was das Programm machen würde. Und wir werden unseren Memory Leaker benutzen. Wir machen einen Pointer Chasing und hashen die Lookups. Und das sieht es dann aus. Wir benutzen das DynElf. Wir haben es ja schon geschrieben in Pawn Tools und das ist das Magic Tool. Nachdem dieser Code ausgeführt worden ist nur in dieser Systemvariable, ist nur diese Variable drin. Und hier ist dieser bisschen Magie drin. Aber Pawn Tools kann das auf jeden Fall machen. So, das ist auch einfach, was wir hier machen. Wir nutzen diesen Format-String-Exploit wieder. Wir schreiben, schreibe if. Und wir schreiben hier rein. Und dieses execute write. So, wir müssen das jetzt nur noch das free abrufen. Und das ist dieser Trigger hier. Und wir rufen das hier ab. Und dann reiben wir hier wieder auf. Und dann kommt das Interactive Mode. Und das sieht es am Schluss aus, wenn man das durchgeführt hat. Also wir haben hier das verbunden zum Localhost. Dann kommt der Brute Force Format String Offset. Hier sieht man die Adresse des Systems. In diesem Interaktivmodus
Hier sieht man unten Cat Flag, hallo, that is three. Das ist jetzt der Schlussausgabe und vielen Dank. Thank you. Next up is Confetti. Als nächstes kommt Confetti. In 16 zu 9. 16 zu 9. Go ahead. Los geht's. Yes. Ja, ist nicht ganz richtig. Ich versuch's trotzdem. Okay, perfekt. Ich bin Christian und ich will euch das Confetti-Projekt vorstellen. Ein bisschen Hintergrund. Wir haben angefangen, wir haben mit dem Projekt beim Refugee Hackathon angefangen im letzten Jahr und es, in unserer Freizeit machen wir das weiter. Und das Ziel ist, neue Leute in die Nachbarschaft zu integrieren, dass sie mitmachen und neue und alte Nachbarn zusammenzubringen. Und wir haben die Idee gehabt, Konfetti zu benutzen. Konfetti ist, die Idee ist ein bisschen, dass es Karma-Punkte gibt für die Nachbarschaft und wir versuchen, mit der App zu organisieren, dass für freiwillige Dienste in der Nachbarschaft und coole Sachen zu machen, und am Ende uns gegenseitig mit Konfetti zu bewerfen. Und es, also man setzt ein Konfetti auf in der Nachbarschaft und wir wollen eine Community-To-Do-Liste machen zum Beispiel. Und wenn alles funktioniert, dann haben wir einen Karma-Kreis, einen Karma-Zirkel. Und wie das funktioniert, wir wollen zusammen mit Non-Profit-Organisationen zusammenarbeiten und geben den Nachbarn Konfetti und tun es in den Briefkasten und dadurch wird die Nachbarschaft festgelegt und dann können die App installieren und haben dann Konfetti. Und es geht mit Android und iOS, aber auch im Browser. Ist natürlich open sourced und es ist auch in mehreren Sprachen. Es geht auf Arabisch zum Beispiel, damit die Sprachbarrieren nicht so hoch sind. Die mobile Apps in JavaScript und das Backend ist in Java. Und am Anfang gibt jeder Nachbar hat sein eigenes Konfetti und was man damit machen kann, ist, man kann Aufgaben erzeugen. Man kann sagen, dass Wünsche äußern, was jemand in der Nachbarschaft tun soll in seiner Freizeit. Zum Beispiel kann man den Garten verschönern und irgendjemand sollte das machen oder jemand sollte vielleicht ein Treffen mit Kuchen und Kaffee machen für die Älteren. Selbst wenn man eine eigene Idee hat, kann man sein Konfetti benutzen, um Upvotes zu vergeben für Ideen, die es schon gibt. Man kann 20 Konfetti zum Beispiel auf eine Idee werfen, die schon auf der Liste ist, um die Idee zu unterstützen. Das Erste, was wir machen wollen, ist eine To-Do-Liste für die Nachbarschaft, sodass man dann sehen kann, was wichtig ist für die Nachbarschaft. Und das alleine ist ein Ergebnis, das schon interessant ist, selbst wenn das Projekt danach abstirbt, vielleicht lokal. Aber was wir wirklich wollen, ist eine aktive Community starten. Jeder kann Tasks starten, kann Informationen machen, reingeben und kann mit dem treffen, der den Task gestartet hat und können sich im echten Leben treffen. Dann kann man sich Konfetti dazu verdienen, wenn der Task gemacht wurde, die Aufgabe gemacht wurde. Dann am Anfang gibt man sein Konfetti aus. Und die Person, die Arbeit erledigt, bekommt das Konfetti und dann kann der natürlich etwas damit entscheiden, was wichtig ist für die Community. Und am Ende sollte das Ergebnis sein, dass die Nachbarschaft sich verändert und jeder dort in Frieden miteinander leben will, in dieser Nachbarschaft. Die nächsten Schritte werden sein, wir wollen eine eigene Non-Profit-Organisation machen. Und wir wollen Networking machen mit anderen NGOs in der Region. Und was wir im Moment am dringendsten brauchen, ist, dass wir wirklich einen Production Service anbieten können. Wir brauchen einen Hoster. Wir haben nur ein kleines Budget. Wir machen das in unserer Freizeit. Aber es wäre gut, wenn jemand vielleicht jemanden kennt, der Server-Hosting anbieten kann für wenig Geld für so ein Projekt. Dann kommt auf uns zu und lasst es uns wissen. Hier ist mein Kontakt auf GitHub. Das ist die Website und ihr könnt eine Mail schreiben oder ihr könnt mich bei der Bitcoin Assembly treffen. Da bin ich in der Regel und guckt einfach nach dem Symbol und dann findet ihr mich. Vielen Dank. Thank you very much.
Vielen Dank. The next talk is 4x3 and is called Image. Der nächste Talk hat den Namen Image. Image. Ah, okay. iMac, okay. Okay, it's called iMac. So, please go ahead. Hi, thank you. Hallo, herzlichen Dank. Yeah, so what's iMac? Was ist iMac? iMac ist ein personalisiertes Informationsmanagement. Also PIM, PM. So what's the problem? Was ist das Problem? Ich habe verschiedene Dinge, die ich machen muss. Ich habe Kontakte, ich habe einen Kalender, ich habe meine To-Do-Liste, ich habe vielleicht ein Tagebuch, Notizen, ein Wiki, was man halt so hat. Und es gibt viele sehr gute Tools, die das schon verwalten. Man kennt vielleicht ein paar. Task Warrior ist ziemlich ein gutes Tool dafür, für zum Beispiel To-Do-Listen, oder es gibt Time Warrior oder Call Card. Alle diese Tools machen wirklich eine gute Arbeit. Ich habe einen guten Workflow damit und die funktionieren wirklich gut. Aber das Problem ist, man kann die nicht, die Daten können nicht vernetzt werden. Man hat zum Beispiel die Kontakten, aber man kann die nicht direkt verknüpfen mit zum Beispiel dem Kalender oder mit meiner To-Do-Liste oder mit deiner Wiki-Seite. Und das ist das Problem, was ich gerne lösen würde mit iMac. Wie gesagt, iMac, das ist ein Command-Line-PIM-Suite. Ich habe ungefähr vor einem Jahr damit angefangen. Ich habe jetzt die erste Version rausgelassen. Das ist wirklich nur eine Basisversion und es ist in Rust geschrieben. Das ist eine sehr gute Scheibe, um Sachen zu schreiben. Das Ziel davon ist, wir möchten die Metadaten zusammenziehen, also zum Beispiel vom Kalender. Ich möchte die nicht duplizieren, aber ich möchte die Metadaten von diesen Daten daraus ziehen. Und diese Metadaten möchte ich dann verknüpfbar machen. Also sprich, dass man zum Beispiel die Kontakte mit dem Kalender, mit dem Wiki etc. verknüpfen kann. Und dann kann man auch entsprechende Abfragen stellen. Also zum Beispiel so Data Mining Geschichten. Und ein anderes großes Ziel ist, wir möchten nicht existierende Workflows kaputt machen. Also man möchte weiter die Programme benutzen, die man hat. Mein Kalendertool etc. Ja. Yeah, and I want to do data mining on PIM data. Also ich möchte dieses Data Mining mit dieser PIM Data machen. Wo kann man das finden? Man kann es im Internet finden, auf imac-pim.org. Es gibt eine Mailingliste, es gibt einen IRC-Channel, es gibt Links. Ich habe auch ein C-Git Repository, also man braucht nicht unbedingt GitHub. Und es gibt auch Developer Documentations. Wenn ihr mehr darüber lernen möchtet, das wäre vielleicht ein Projekt, um etwas zu lernen. Vielen Dank. Thank you. Next talk is das nächste ist CVE Search. 4x3 Ratio. Auch wieder 4:3. Good morning. Guten Morgen. Ich zeige euch und erzähle euch etwas über CVE Search. Das ist ein Aggregator für Vulnerabilities. Um das zu erklären, was das ist, will ich kurz erklären, was CVEs sind. CVEs sind Common Vulnerabilities and Exposures und die werden verwendet von allen großen Anbietern. Man hat eine eindeutige Kennung für eine Verwundbarkeit und einen Exploit und werden in der nationalen Vulnerability Database in den USA gespeichert und von MITRE verwaltet. Und die Idee ist, dass diese Vulnerabilities mit Produkten verbunden werden. Und ja, es fängt an mit 4 Zahlen und das haben wir schon ausgeschöpft. Das heißt, es gibt jetzt 4, 5, 6 bis zu 7 Ziffern. Und der erste Teil ist das Jahr. Und CPEs sind so ähnlich wie CVEs. Und die Idee ist, dass man einen eindeutigen Identifier hat, der genau sagt, was das Produkt ist. Und man kann hier sehen, in welchem Format das ist. Es gibt das Format 2.3 ist jetzt aktuell. Jeder Teil der CPE sagt, was das Produkt ist. Und nur die ersten 4 aber sind wirklich nötig. Die anderen sind optional. Also was ist CVE-Search?
die Idee war, dass man eine Offline-Datenbank haben. Wieso sollte das offline sein? Na, die NVD ist von der amerikanischen Regierung gepflegt, die Datenbank, und man will nicht immer die amerikanische Regierung anfragen. Ich bin an diesen Produkten interessiert, weil ich die habe und die vielleicht verwundbar sind. Eine Alternative wäre natürlich, dass man auch die schnell nachgucken können will, wenn man Prozesse hat und die CVE-Informationen schnell braucht. Das ist auch ein Grund. Und man kann es auch lokal halten. Und wenn die CVSS ist der Score zum Beispiel, und der CVSS von einem CVE zum Beispiel 5 ist, das ist ein mittlerer Level. Und wenn es dein System aber nicht gut geschützt ist, dann willst du vielleicht lokal den Score erhöhen dafür. Man kann es auch anreichern mit weiteren privaten oder öffentlichen Informationen. Das zeige ich später noch kurz. Es gibt Unix-Tools dafür, um das abzufragen. Es gibt auch eine REST-API. Ich gucke, hier sind die Quellen, die wir haben im Moment, und wir arbeiten immer daran, das weiter zu verbessern. Und die Slides sind etwas zu viel, ich kann es nur ganz kurz zeigen. Das ist der Überblick über die Applikation. Es gibt etwas in der Mitte, da ist die Datenbank, und das Grüne sind die Konnektoren und das Webinterface. Man kann das auch selbst mit den Augen angucken. Und die Gelben sind die Unix-artigen Tools. Rot sind externe Anwendungen, die man damit verbinden kann, mit dem API oder mit den Bots. Gelb ist, was man selbst machen kann. Und das zeige ich in einem ganz kurzen Beispiel. Hier kann man sehen, von den Unix-artigen Tools, in diesem Beispiel, was wir wissen wollten, ist, wir wollen alle CVEs haben, wo der Score 10 ist. Das ist das Höchste, die Joomla betreffen. Das heißt, wir suchen nach dem Produkt Joomla und so lassen das sortieren und haben nur dann die CVSS-Name von mehr als 10. Und hier ist das Webinterface. Da kann man Whitelisting und Blacklisting angeben. Wenn man zum Beispiel in SOC arbeitet und man will alle Vulnerabilities sehen, dann will man nicht die für Vulnerabilities für Produkte sehen, die man nicht hat. Und die kann man dann blacklisten. Aber wenn man will unbedingt die sehen, die man hat, die können dann rot sein. Man kann aber auch verschiedene andere Farben benutzen. Das ist ein Projekt, was ich nebenbei noch mache. Das ist CVE-Scan. Das macht einen NMOP-Scan und zeigt dann die Ergebnisse davon an. Und auf der linken Seite kann man sehen, dass die Version und den Hook in der API nicht benutze, und rechts ist das direkt in CVE Search integriert mit einem CVE Search Plugin. Es gab in der letzten Version große Änderungen. Heute Morgen haben wir Version 2.2 released, und die Änderungen waren, dass der V-Feed jetzt nicht mehr da ist. Den haben wir ersetzt durch VR4. Das ist ein neues Projekt. Es gibt jetzt einen Plugin-Manager, wie ich eben gezeigt habe. Es gibt einen Authentication-Manager, denn vorher gab es nur die Authentifizierung an der Datenbank, und jetzt gibt es auch eine Authentifizierung über LDAP oder was immer ihr braucht. Es gibt eine Gitter-Community, und ihr könnt uns da schnell Kontakt mit uns aufnehmen, und es wird neue Feeds geben demnächst, wie ihr eine Roadmap sehen könnt. Wir wollen den Code neu machen. Der ist jetzt organisch gewachsen, aber wir wollen, dass eine stabilere Codebase haben. Und wir wollen die API vergrößern. In der nächsten Version wird die API komplett neu gemacht werden. Das heißt, wenn man das jetzt schon benutzt und die Hooks ändern will, dann wird das in der neuen Version dann sein. Und wenn es noch Fragen dazu gibt, ich bin im Milliways Village, und da könnt ihr mich finden und gerne vorbeikommen. Und das sind meine Kontaktinformationen. Vielen Dank. Der nächste Talk ist TDMR. Guten Morgen, ich bin Philipp, und ich möchte heute darüber reden, TDMR. Es ist ein Relationsaufzeichnungsnetzwerk. Ich möchte beginnen mit ein paar Hintergrundinformationen. Ich komme aus Aachen, das ist in Westdeutschland, nahezu Belgien und den Niederlanden. Und in Belgien gibt es Zell und Tirage.
Das sind zwei AKWs. Diese beiden AKWs haben viele Zwischenfälle gehabt. Und zwar aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel in Druck im Reaktor und andere Gründe. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Bevölkerung, nicht nur in Belgien, aber auch in Nordrhein-Westfalen und anderen Orten. Und wie wir hier sehen können, es gibt sehr viele Zeitungsartikel, es gibt Demonstrationen, es gibt Proteste, es gibt Kampagnen dagegen, dass diese AKWs abgeschaltet werden. Aber die laufen immer noch. Und wir haben uns entschieden, wir möchten etwas Produktives machen gegen dieses Risiko. Und was wir damit gemacht haben, das ist das Projekt TDRM, dieses Relationsmanagement. Das kommt von FIF, das sind die Informatikerinnen für Frieden. Wir machen ja das Projektmanagement, aber wir haben auch sehr wichtige Partnerinnen, zum Beispiel die International Physician for Prevention of Nuclear War. Das sind unsere medizinischen Beraterinnen und in Aachen haben wir die Aachen Alliance gegen die Atomkraftwerke. Was machen wir? Grundsätzlich haben wir Sensoren verteilt und diese Sensoren machen Messungen von der Strahlung und diese Messungen werden zu einem Server zurückgeschickt. Diese Daten sind verfügbar für die Bevölkerung. Man kann das immer sehen auf einer Webpage und auch entsprechend für die Techniker von unserer Gruppe, welche die Daten bewirtschaften. Wir haben einen Raspberry Pi Sensor genommen. Raspberry Pi SDK. Und mit einem Geiger-Müller-Zähler und Open-Source-Hardware. Es gibt noch eine zweite Version. Dort haben wir Halbleiter-Sensoren benutzt. Die kann man hier auf dem Bild sehen. Und da haben wir noch mehr Features, die wir geplant haben. Zum Beispiel bessere Messungen und auch bessere Mobilität. Wie zum Beispiel mobilen Stationen. Wir haben zurzeit LAN- und Wi-Fi-Konnektoren, damit wir die Daten zurückschicken können. Wir haben ein paar Sensoren schon platziert, welche schon da sind und auch laufen. Die sind in der Nähe von Aachen und Tionge. Diese Cluster sind für Redundanzgründe hier, damit wir auch sehen können, wie sich die Radiation ausbricht, so, also im Worst-Case-Szenario. Hier sieht man eine Time-Series von diesen Messungen. Bis jetzt waren wir ziemlich glücklich. Wir haben nur nichts über diese natürlichen Hintergrundstrahlung gehabt und keine kritische Menge an Strahlung. Wir zeichnen diese Daten auf. Und ist dieser Worst Case wirklich da, dann haben diese Daten plötzlich einen Peak, dann werden die entsprechenden Behörden informiert, dass die entsprechenden Schritte initiiert werden können. Wir haben auch Daten für jeden einzelnen Sensor. Ich lade euch herzlich ein, dass ihr unsere Homepage anguckt. Die Homepage ist cdrm.eu. Und ich möchte euch gerne zwei Tipps geben, wenn ihr ein Problem habt, so wie wir das haben, und ihr denkt, ihr könnt nichts Politisches dagegen machen, probiert mal eine technische Lösung. Und wenn ihr nah wohnt an einem AKW, redet mit uns, falls ihr ein ähnliches Projekt machen möchtet. Vielen Dank. Thank you very much. Next talk, digitale Gegenbehörde. The next talk, I think, is in German, so I'll translate it into English. Hi, I would like to live in a society where everyone has a fixed income and where we can make the government benefit without any preconditions. And we have the project without sanctions. 1 million times per year, this is just existential minimum, and the state reduces that if people don't do completely senseless measures. And so what the existential minimum should be, the existential minimum is, because it can be reduced further. So some people will live below the minimum. So only 95% let that be done to them, because they are intimidated, because they don't know about their rights. And there are 5%, they are so-called Qs, and that's called like that because in the job centers, they have a
they get a code in the forms in the databases, and the queue is people who don't agree to everything that's being done to them. So, and we know from inside job centers that only 5% know about their rights, so there are queues. If there were 10, we couldn't really do the sanctions. So we thought, challenge accepted, that we are going to try to do that. So we made a platform and a campaign to compensate the sanctions, the reductions in state benefits. So if they reduce it by 10, 30, or 100%, then from another pot, they'll get some money from that, so they always get the minimum. So that in the best case, the sanctions are not given in the first place. Our platform is called sanction-free, and I tell them which letter I got from the job center, and the optimal cover letter for this specific job center can be automatically created, and they will not suffer from any reduction in state benefits that way. If they reduce that anyway, then we show them some addresses to get to, and we sue the job center because they sometimes do things just because they can. A lot of them are of the sanctions they do are illegal, actually, and because we make this work for the lawyers much more efficient because we digitize the data, and the lawyers can pay us a fee because they save money from that, and that this the money then goes into the compensation for the sanctions, for the reductions in state benefits. So we already came some way, and so you can support us with donations on our website, and we are just starting an IT team in-house, and everything else you can hear from me personally. I still have another 20 seconds, so at 5 p.m. today in Hall C4, we will talk about how such platforms and campaigns can work in the future. Thank you. Next talk, der nächste Windows Vortrag 95. Ist Hacking Windows 95. Is in a 4:3 ratio, just like the monitors back then. Hallo zusammen. Das ist mein erster C3 und ich habe hier sehr viel Spaß. Wie viele von euch können sich an dieses Bild erinnern? Das sind viele, sehr gut. Wie bin ich dazu gekommen, dieses Windows 95? Ich war in CTF. Wer von euch ist CTF-Player? Nicht so viele. Eine dieser Aufgaben war, so ein Windows 95 zu hacken. In diesem CTF-Limit. Wir haben es nicht geschafft im Time-Limit. Also habe ich daraus ein Forschungsprojekt gemacht und ich habe irgendwann festgestellt, das ist sehr interessant zu sehen, wie kann man sowas hacken, wie funktioniert das? Mein Ziel war, ich möchte existierende Tools benutzen, weil in einem CTF hat man auch keine Zeit, irgendwas Neues zu machen. Ich wollte eine Remote-Code-Ausführung erreichen und ich wollte, dass es keine User-Interaction gibt dafür. Von der Seite von Windows 95. Ich habe angefangen mit der Default Windows 95 Installation. Und damit ich alles hacken kann, habe ich zuerst das Networking ausgeschaltet und dafür habe ich das C-Sharp rausgenommen. Ich denke, das ist ziemlich ähnlich, so wie das am CTF auch war. Ich habe zuerst mal angefangen, mit alten Hacking-Tools rumzustochern und ich habe dieses Flugseil gefunden. Wer von euch hat das schon mal gesehen? Keiner? Sehr gut. Es ist sehr alt. Es wurde entwickelt in den frühen 2000er und es wurde von Chinesen entwickelt.
Aber es hat auch ein englisches Menü, was sehr schön ist. Und es hat eine 150-seitige Dokumentation. Ich habe festgestellt, ich kann Windows 95 nicht damit hacken, also musste ich weiter gucken, was ich finde. Und es gibt auch ein anderes, eine sehr, sehr schöne Schwachstelle in Windows 95. Wenn man zu einem SMB Sharp anloggen möchte, und es gibt keinen User ohne Passwort. Und wenn man als Client die Länge des Passworts gibt, dann wird der Server wird nur gucken, wie lang das Passwort ist. Das heißt, wenn man einen 0-Byte-Passwort schicken, dann kriegt man immer eine Akzeptanz. Aber was auch schön ist, man kann auch alle Buchstaben brute-forcen. An diesem Wireshark-Bildschirm sieht man, wie man das macht. Wenn man nicht den richtigen Buchstaben hat, dann geht man zum nächsten und so findet man den nächsten richtigen Buchstaben und geht weiter zum nächsten Buchstaben. Leider habe ich so immer noch nicht geschafft, diesen Code auszuführen auf Windows 95, weil es gibt keine geplanten Tasks auf Windows 95. Und auch wenn ich die Files alle überschreiben kann, heißt es nicht, dass ich was damit anfangen kann. Ich habe versucht, einen Ping of Death zu machen, aber das hat nur dazu geführt, dass Windows 95 einfach gecrashed ist und es ist nicht mehr gebootet. Das war nicht das Ziel, das war so eine User Interaction. Also habe ich die Spezifikation ein bisschen geändert. Ich habe Windows 95 Plus installiert, weil das kommt mit Scheduled Tasks. Hier haben wir zum Beispiel 4 Scheduled Tasks und wenn ich einen von diesen Files ersetze, also ich habe das einfach überschrieben mit meiner eigenen Malware, damit ich diesen Code ausführen kann. Ich habe Discom ausgewählt und ich habe es ersetzt mit diesem NetBus. Wer von euch kennt das oder benutzt das? Okay, super. Es war sehr schön, weil es immer noch funktioniert auf Windows 95. Damit musste ich nur vielleicht eine Stunde warten und so bin ich durchgekommen und habe meine Reverse-Shell gekriegt. Wenn ihr Interesse habt an anderen Projekten, dann könnt ihr meinen Blog angucken oder auf Twitter. Und ich habe auch die ganze Geschichte auch auf meinem Blog. Vielen Dank. Thank you. Thanks a lot. The next talk is, der nächste ist Free Digital Territories. Das ist auch ein, ich glaube, es ist auch 4:3. Hallo, ich bin Peggy und das ist Philipp und wir sprechen über ein Projekt, was wir in Brasilien planen. Das heißt Free Digital Territories. Free Digital Territories. Ich bin ein Tech-Artist und Community-Network-Aktivist und Philipp ist auch in der Freifunk-Community und ist auch ein Netzwerk-Aktivist und Free-Software-Entwickler. Wir haben beide mit Flüchtlingen gearbeitet und haben herausgefunden, dass Menschenrechte ein wichtiges Menschenrecht ist, dass man weltweite Verbindungen hat, um Teil der Gesellschaft zu sein. Und die Idee war, dass wir nach Brasilien gegangen sind. Wie kam das? Letztes Jahr wurde ich eingeladen vom Goethe-Institut, wurde dort eingeladen für ein Kunststipendium und es gab dort mehrere Künstler zusammen für ein Projekt und ich habe meinen Raspberry Pi mitgebracht und wir haben einige Installationen gemacht und danach kam ein Freund, Fabiana Borgas, die sehr aktiv ist, kam nach Berlin und wir haben uns in Berlin getroffen und wir haben über unsere Möglichkeiten besprochen für Netzwerke und sie hat uns das Baobasha-Projekt vorgestellt und das ist ein großes Projekt in ganz Brasilien und es ist eine digitales Archiv und das ist ein ganz einfacher Server, der lokal ist, wo eingeborene Völker in kleinen
in kleinen Dörfern ihre Bilder auf den Server tun können und dann kann man das auf einen USB-Stick tun und kann woanders hin tun. Und auf einem Meeting kann man die dann austauschen und es gibt nur sehr wenig Möglichkeiten. Was Fabianan und Carsten Acker, der auch aktiv ist im Baubascha-Projekt, und die sind in zwei Dörfer gegangen, Adaya Baravelia und Adaya Para, und in einigen Gebieten mit vielen Eingeborenen und habe dort ein kleines Computerlabor eingerichtet und hat zwei Server dort hingebracht. Und das hier ist es zwischen Rio de Janeiro und Salvador, der Bahia. Und unsere Idee war, dass wir da hingehen und die Server nehmen und sie miteinander verbinden mit Netzwerk und Mesh-Technologie, mit der Freifunktechnologie. Und das Problem ist, und das ist irgendwo ganz weit draußen, also es gibt keine Infrastruktur und es ist ganz schwer dahin zu kommen. Man bekommt keine Hardware, man hat sehr wenig Internetzugang nur. Wenn man was braucht, dann muss man wirklich das selbst besorgen. Das heißt, wir mussten wirklich alles in unserem Gepäck mitbringen. Das ist auch meine Erfahrung vom letzten Jahr. Denn es ist wirklich schwer, dort Hardware wie Arduino zu bekommen. Und man kann es kriegen, aber es kostet das Dreifache von dem, was hier kostet. Also wollten wir einen Austausch machen zwischen dem, was man hat und dem, was man bekommen kann. Und wir wollten auch einen Krypto-Kongress machen und es wie der CCC, nur größer in Brasilien. Das ist in Sao Paulo und da haben wir schon Verbindungen zu Hackern und die wollen uns auch unterstützen. Ja, und wir wollen Verbindungen aufbauen und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen zum Beispiel Übersetzungen und nachher und Kontakte mit der lokalen Tech-Gesellschaft dort, der Community dort, der Hacker und Makerspaces. Und wir sind dankbar für jede Hilfe, die wir kriegen können. Vielen Dank. Next talk is Discrete Linux. Der nächste Talk ist Discrete Linux, diskretes Linux. Hi, my name is Mark. Guten Morgen, ich bin Mark, das ist auch mein erster C3. Ich möchte euch heute Discrete Linux präsentieren. Discrete Linux ist ein OS mit dem speziellen Punkt, dass es Schutz sein soll gegen Überwachung und Trojaner. Staatliche Massenüberwachung ist ein großes Problem. Es geht auch gegen Organisationen und Bürger. Und es wird offen benutzt, um sensitive Daten anzugreifen, welche irgendwo lokal gespeichert sind und die im Internet nur irgendwo verschlüsselt auftauchen. Also Wiretapping hilft denen nicht. Das heißt, Trojaner werden hier benutzt. Das heißt, auch starke End-to-End-Verschlüsselung ist komplett nutzlos, wenn das System kontrolliert wird. Wenn die Endpunkte dieser Kommunikation müssen außerhalb dieses Angriffspunkts der Trojaner sein, damit es funktioniert. Das ist das Quantum Theory Projekt. Edward Snowden hat uns das vorgestellt, dass es von entwickelt wurde, um Trojaner einzusetzen. Es ist installiert für Millionen auf Computern und das war der Status von 2009. Also das heißt, wir wissen nicht, was der Status ist von heute. Aber es gibt unglaublich viele andere kommerzielle Lösungen, die verkauft werden. Es gibt zum Beispiel das faschistische Government aus der Türkei, macht es auch. Aims to provide a protection against these attacks for whistleblowers, for human rights defenders, for journalists, trade union, political activists and other targets. The basic consideration. Was sind die grundlegenden Punkte? Discrete gibt ein lokales Arbeitsumfeld. Das heißt, es soll nicht durch Spyware angegriffen werden können und deshalb kann sensitive Daten auch noch verwendet werden. Und wir gehen jetzt kurz durch, wie wir das machen in den nächsten 3 Minuten.
Der erste Punkt ist, mauert die Eingänge zu. Das heißt, wir machen diese Eingangsgates zu, die normalerweise eigentlich benutzt werden durch diese Schadsoftware. Das heißt, wir möchten diese Network Attacks verhindern. Das heißt, Offline-Arbeiten ist hier ein großer Punkt. Wir möchten eine verlässliche Kryptographie benutzen. As an indispensable safety line against such targeted attacks, and therefore the support for all kind of network hardware has been removed from the system kernel, so you can open network connection. Also damit man auch keine Netzwerkverbindung mehr aufmachen kann. Der zweite Punkt ist Attacken über interne Harddisks. Wir haben den Linux-Kernel so gepatcht, dass es interne Harddisks ignoriert werden. Das kann das System schützen, von bereits infizierten Harddisks schützen, welche zum Beispiel schlechte Firmware drauf haben auf den Controllern. Vielleicht habt ihr schon mal über eine Abkürzung gehört. Das ist ein Tool, das die NSA benutzt, um Firmware zu infizieren auf Hard Drives. Und das überlebt es auch, wenn man das neu installiert, etc. Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr. Es geht auch um rausnehmbare Harddisks. Wir möchten es auch schützen. Also wir mounten die als nicht ausführbar und wir nehmen Schutz gegen schlechte... Wir möchten das Spreaden verhindern und der dritte Punkt ist, mauert die Ausgänge zu. Also das heißt Trojaner etc., dass die nicht mehr rauskommen. Wenn ihr euch gefragt habt, wie das funktionieren sollte, guckt euch mal unsere Homepage an. Ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr. So könnt ihr mitmachen und uns kontaktieren könnt. Thank you. So. Next talk is food hacking. Der nächste Vortrag ist Food Hacking Base. 4x3. Okay. Kann ich starten? Okay. Okay. Hallo zusammen. Ich bin von der Food Hacking Base. Ihr habt wahrscheinlich festgestellt, wir sind draußen, außen. Wir sind ziemlich froh darüber. Wir sind zumindest sehr, sehr nah. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Orga, dass wir hier sein dürfen. Wo muss ich draufklicken? Hier? Super. Wie sind wir da hier? Wir waren sehr aktiv dieses Jahr. Wir waren der erste Maker Faire in Europa, das war in Ferrur. Wir haben Kooperationen gemacht mit Open Labs zum Beispiel und verschiedenen Projekten, zum Beispiel experimentelle Inkubator-Projekte. Und wir haben hier ein lokales Crop-Processing-Projekt. Es geht hier um verschiedene Unternehmen in Tschechien, für spezielle Äpfel, wie hier runterfällen. Und wir wollten damit ein bisschen arbeiten. Also haben wir angefangen, die Dinger zu prozessieren und haben uns angeguckt, wie das funktioniert. In der Hoffnung, dass wir ein schönes Produkt machen in der Zukunft, welches vielleicht nützlich sein könnte. Und ihr wisst, wenn man Technologien, man kann erfahren, was daraus gegossen wird in unserem Zelt. Und wir werden darüber diskutieren, was wir nächstes Jahr machen, Cider, Galvados und andere Dinge. Wir haben jetzt ein Auto, dass wir unsere Sachen auch rumtransportieren können. Jetzt sind wir hier. Ich habe schon gesagt, es ist sehr schön, dass wir wieder hier sein können. Wenn es geht, wir organisieren Essen und Getränken und wir haben auch Workshops. Wer schon bei uns war oder weiß, was bei uns passiert. Man kann zum Beispiel lernen, wie man Bier macht oder Käse. Man kann probieren, wie schmeckt zum Beispiel das selbstgemachte Bier oder auch Whiskys.
Das sind Social Events. Wir sind offen für alle. Ihr könnt einfach kommen und experimentieren und erfahren, was bei uns passiert. Natürlich ist der Lehrbereich sehr wichtig. Man kann auch sehen, Hunger ist keine Option. Das ist Camembert auf diesem Bild. Ein sehr schöner Art Käse, den wir zum Beispiel heute essen werden, um 7, bei unserem Käse-Tasting. Das sind unsere Pläne für 2017. Ich gehe jetzt weg von Südkorea zurück nach Europa und ich werde jetzt in die Normandie ziehen und werde Cider und Französisch studieren. Wir werden viel mehr Events machen, also wir werden in Europa rum sein, wir werden teilnehmen an verschiedenen Sommertours. Wir machen eine Tour im Sommer. Ein Teil ist natürlich die T3. Wenn ihr kommen möchtet und gucken, wie wir weitergekommen sind, dann könnt ihr da vorbeikommen. Wir werden jetzt unser Inkubationsprojekt weiterführen. Das heißt, wenn ihr fermentieren möchtet, wir haben jetzt ein Device, das es macht und können auch erklären, wie das funktioniert. Das heißt, ihr könnt es benutzen, wenn ihr fermentieren möchtet, zum Beispiel für Bier. Man kommt vorbei. Getränkeproduktion. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Wir haben ein Konzept für eine kleine Produktion vorgestellt. Das heißt, die Getränke, die nur von... Genau, wir möchten, dass die Hacker viel mehr von ihren eigenen Getränken trinken können. Zum Beispiel in Düsseldorf, die machen ihren eigenen Cider und auch Bier und die bringen das auch zum Kongress. Es ist wirklich sehr gutes Bier, durch von Hacker gemacht. You can see that we will be of course hoping to make the food hacking base in situ. So we have wir hoffen, wir werden yeah. Ah, genau, wir werden auch in situ. Das war's von mir. Wie gesagt, wir sind nur auf der anderen Seite von der Halle. Das sind auch Heizpilze, das heißt, ihr werdet auch nicht frieren. Wir sehen uns bald. Herzlichen Dank. Thank you. We still have a lot of time left over because all of the talks were in time and some even faster. Das ist wunderbar. Alle waren in der Zeit, manche waren sogar noch schneller fertig. Aber wenn ihr wenn es nicht in Ordnung ist, dann boot sie einfach aus, aber vielleicht können die jetzt ein bisschen zusätzliche Zeit gebrauchen können. Ist nicht schön, Leute auszubuhen. Ist nicht exzellent. Und weiter geht es mit OpenAge. Hallo, wir sind Vicky und JJ und wir sind die Maintainer von OpenAge und das ist ein freier Klon von Age of Empires 2. Wir haben die originale Sachen benutzt davon, denn wir sind keine Grafikdesigner, aber man kann eine neue Grafiken benutzen und wir wollen aber das exakte Gameplay haben, das originale Gameplay und optional noch weitere Verbesserungen haben können. Und es gibt natürlich mögliche Verbesserungen, die wir machen können, eigentlich unendliche Möglichkeiten und es ist freie Software. Wir können das modifizieren, wir können alles hinzufügen, was wir wollen. Wir haben ein Modding-Interface und tausende von Units kann man mit einem Wetter, Feuer, Zombies, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Wir können einige der Beschränkungen aufheben, das heißt zum Beispiel mehr als 8 Spieler oder wir haben bessere Matchmaking und wir sind nicht allein. Es gibt andere ähnliche Projekte, die schon zum Teil lange dabei sind und viele davon sind auch schon weiter als wir, weil die schon länger dabei sind. Überwiegend benutzen wir C++14. Für die Engine, Python für Scripting und viele, viele andere Sprachen noch.
Eine der neuen Sachen ist Qt5. Wir haben jetzt das grafische User Interface ausgesucht, was wir benutzen wollen. Es gab einige Kontroversen da. Qt5 ist nicht perfekt, aber es ist besser als selbst was zu machen. Das könnt ihr mir glauben. Wir haben auch nur jetzt dynamische Konfigurationen, wie von Counter-Strike SIVA. Und wir haben unsere eigene CI. Wir haben letztes Jahr schon über die CI gesprochen, deswegen zeige ich euch nur einen kurzen Screenshot. Und hier könnt ihr sehen, könnt es live sehen auf GitHub. Und es war ein Commit, der alles kaputt gemacht hat. Und wie man sehen, ist die Konfigurationsstep hat funktioniert und alles andere hat nicht funktioniert. Und ja. Und die Qt5 User Interface ist das ganz Neue. Das Tolle daran ist, dass es beliebige Auflösungen unterstützt, was früher sicherlich nicht ging. Man kann es einfach live neu laden, man kann Dateien ändern und der Button wird plötzlich neu sein, es wird automatisch funktionieren. Und alles war einfach verstreut, der User-Interface-Stoff, und wir haben das jetzt alles schön an einer Stelle versammelt. Und ja, man kann hier sehen, dass Units Gebäude angreifen, man kann sehen, wie sie Ressourcen sammeln und kleine Kriege veranstalten und die Icons skalieren. Das heißt, man kann es auch auf 4K-Displays anzeigen oder in Ultra-Widescreen. Das sieht ziemlich seltsam aus, aber es funktioniert. Und was als nächstes kommen soll und worüber wir schon viel nachgedacht haben, ist neues Curve-Based Networking System und Flow-Field Pathfinding für tausende von Units und einen besseren OpenGL-Renderer und Nyan. Das ist ein Content-Description-Format. Und nach dem Projekt haben wir darüber einen Talk, dann könnt ihr einen Eindruck bekommen, was Nyan ist. Und bevor das wirklich als fertig bezeichnen können, müssen wir noch einige Python-APIs unterbringen, sodass eigenes AI-Scripting da reingebaut werden können und Machine Learning unterbringen können. Und Kulturen und Forschung müssen wir natürlich noch machen. Und 3D-Terrain gibt es auch noch nicht. Und natürlich Netzwerk und Multiplayer ist auch noch nicht fertig. Ja, wir sind seit 2013 dabei und sind die C++, die Leiter der C++-Projekte hochgestiegen und sind jetzt auf Rang 27 jetzt. Und kommt dazu und helft uns, ein super Spiel zu bauen. Und es ist natürlich nur ein Freizeitprojekt, das heißt, es gibt keine Deadlines. Und wir hoffen, dass ihr auch bei dem nächsten Talk dabei seid, wie wir die enorme Komplexität des internen Zustands handhaben von Age of Empires. Ja, vielen Dank. Und es geht weiter mit Nyan. Hi again. Ja. Hier sind wir wieder. Also ich bin immer noch JJ und das ist immer noch... Und wir zwei haben ein kleines Spin-off zu unserem Hauptprojekt gehabt, der Age of Empires Engine, die es heißt Nyan. Ich nenne es eine hierarchische Key-Value-Datenbank mit Inheritance und dynamischem Patching. Und das klingt sehr kompliziert und wir haben uns da jetzt seit 2013 Gedanken darüber gemacht, als wir diese Age of Empires Engine gebaut haben. Und das Ziel ist, die Daten für das Spiel irgendwie zu speichern. Und was wir uns da als Vorgaben gegeben haben, ist, dass es als Modding-API auch benutzbar sein muss, dass man es als Menschen lesen können muss, dass es typensicher ist, dass es zur Laufzeit modifiziert werden kann, also während das Spiel läuft, und dass es keine Redundanz gibt. Und außerdem soll es die Strukturen, die Age of Empires braucht, repräsentieren können. Und der letzte Punkt war tatsächlich der komplizierteste. Und das Ergebnis ist, dass wir eine neue Sprache und ein neues Datenbankkonzept erfunden haben. Also worum geht's hier?
Es ist eine Vermischung zwischen Klassen und Objekten und das klingt ziemlich verwirrend, aber es ist leicht zu verstehen. Also wir definieren Objekte und weisen dem Attribute zu. Und diese Attribute haben Typen und möglicherweise auch einen Default-Wert. Und wenn ihr jetzt so ein Ding instanziieren wollt, dann macht ihr da einfach eine Ableitung davon und dann überschreibt ihr die Werte. Also der Villager hier, der Bürger, hat tatsächlich 25 Lebenspunkte und eine Geschwindigkeit von 1. Und jetzt kommt das zweite Konzept dazu, das nennen wir Patch. Das ändert diesen Bürger. Wenn wir also den Patch hier anwenden, dann kriegt der Villager 10 zusätzliche Lebenspunkte. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal ein komplizierteres oder ein vollständiges, na gut, vollständig kann man nicht wirklich sagen, aber ein komplizierteres Beispiel, wo wir sehen können, es gibt immer noch den Villager, es gibt immer noch den Bürger als Einheit, der hat eine bestimmte Menge an Lebenspunkten. Und jetzt gibt es auch noch zusätzlich ein Gebäude. Und ein Gebäude ist auch eine Einheit, also wir leiten das auch von Einheit ab. Und wir setzen den Lebenspunktwert nicht und auch die Geschwindigkeit nicht, weil ein Gebäude immer noch ein abstraktes Konzept ist, das später abgeleitet werden soll. Aber so ein Gebäude kann jetzt Einheiten erzeugen und es kann Technologie erforschen. Also setzen wir diese Felder. Als Beispiel haben wir das Town Center, also das Rathaus. Das kann jetzt Loom erforschen und das kann Bürger erzeugen. Aber wir setzen jetzt 2500 HP und wir setzen aber die Geschwindigkeit nicht. Also kriegt das jetzt die Default-Geschwindigkeit, das ist 0. Also das Gebäude selbst kann sich nicht bewegen. Und jetzt gibt es hier Loom, das ist so eine ist definiert als Tech, also Technologie. Das definieren wir weiter unten. Das hat eigentlich nur einen Kosten und kriegt eine Menge von Patches, die angewendet werden, wenn man das erforscht. Und den Patch, den wir hier anwenden wollen, ist ein Villager Health Boost. Das heißt, da kriegt der Bürger, also der Villager, 15 Lebenspunkte dazu. Also für 50 Kosten kann man 15 Lebenspunkte zu seinen Villagern hinzufügen. Und wie können wir das jetzt einbauen? Naja, ein Mod ist im Wesentlichen dasselbe wie eine Tech, aber hat also eine ganze Menge von Patches, hat einen Beschreibungstext. Und als Beispielsmod gucken wir uns eine Tentacle-Monster-Einheit an. Die wird einfach wie der Villager, also wie der Bürger, definiert. Nur, dass es hier auch die Tentacle Escape Tech gibt. Also es wird genauso wie das Loom vorher definiert, nur dass wir das jetzt zusammenbauen als Tentacle Mod. Das hat also den Patch Modify Town Center enthalten und das sorgt dafür, dass es den zusätzlichen Forschungszweig gibt und die Fähigkeit für die Einheit. Und so schreibt man also einen Mod. Ich hoffe, euch ist jetzt das Hauptkonzept irgendwie klar. Wir müssen da jetzt aber noch weitermachen, denn was wir damit machen können, ist, wir können Patches patchen und Patch-Patche patchen und so weiter. Und wir können also auch sowas machen wie das Mittelalter ist einfach nur ein Patch, was dann dazu führt, dass die Gebäude moderner aussehen. Und das ganze Ding erlaubt uns also die enorme Komplexität von Einheitskonvertierungen, können wir jetzt mit menschenlesbarer Sprache repräsentieren. Und ich hoffe, ihr alle habt jetzt verstanden, was das macht. Also danke fürs Zuhören. Danke. Es wäre super, wenn ihr beim Stuhlsteinnet Assembly mal vorbeikommt und uns helft, hier großartige Sachen in eurer Freizeit zu programmieren. Danke. Next up is Hacking Doxis. Und der nächste Talk ist Hacking Doxis. 4x3 Ratio. Hi, my name is Joel. Hallo, ich bin Joel. Und das ist auch mein erster Kongress. Es wird ziemlich sicher nicht mein letzter sein. Anfang dieses Jahres habe ich angefangen, mit Fritzbox-Kabelmodem rumzuspielen bei dem deutschen Hersteller AVM. Nach ein bisschen rumspielen und
Denn dass ich dann Telnet-Access, Telnet-Zugriff hatte und das Detail sehen angeschaut hatte, habe ich halt irgendwie herausgefunden, dass ein Zertifikat da gefunden wurde. Und ich habe dann mit Heise gesprochen und sie haben mit dem Hersteller gesprochen und dann gab es im November einen Artikel dazu. Was ich halt gefunden habe, ist, dass der private Schlüssel von der Zwischenbehörde des Zertifikats halt auf dem Gerät war und was man halt wirklich nicht auf dem Gerät lassen sollte, wenn das zum Kunden geht. Und naja, sie wussten wahrscheinlich schon seit 2015, dass das ein Problem war, aber naja. Die haben den privaten Schlüssel für Eurodoxis auf dem Router mitgeschickt. Und das kann dazu benutzt werden, die neuen Zertifikate on the fly auf dem Gerät zu generieren. Und wahrscheinlich gibt es viele Kabelmodem-Anbieter auf der ganzen Welt, die diesem Zertifikat vertrauen. Und ich wurde dazu auch schon kontaktiert und der dann sagte, ja, es geht nur um Eurodoxis, also nur um Europa, aber ich bin mir da nicht so sicher. Wenn man sich halt die Online-Docs anschaut, dann ist die Dokumentation für Doxis und Eurodoxis ziemlich ähnlich und normalerweise haben sie beide Root-Zertifikate installiert, also für Doxis und für Eurodoxis. Und dann sollte es auch in der USA oder woanders funktionieren. Naja, aber ich bin mir halt nicht so sicher, wie das genau ist, aber es könnte halt sein, dass sie zum Beispiel keine Ahnung haben in den USA, dass sie das dann eigentlich das Zertifikat dem nicht mehr vertrauen sollten. Also die deutschen Provider arbeiten daran, das Zertifikat zu entfernen oder zu blockieren. Und die arbeiten daran, aber es dauert halt eine Weile und es passiert nicht überall. Das ist ein Zitat von AVM, dass sie jetzt ein neues und verbessertes Herstellerzertifikat benutzen, was auch immer das heißt. So ist so die Zertifikatkette, so oben das Root-Zertifikat, dann so die Herstellerzertifikate und dann so die Gerätezertifikate. Und dann in der Mitte ist, das ist die Stelle, wo halt der private Schlüssel auf dem Dateisystem des Routers gefunden wurde. Hier ist das ist so ein Teil des Zertifikats, wo man dann die Seriennummer sehen kann und so. Und das ist so ein Ausdruck davon. Also es ist nicht der private Schlüssel, aber halt das gehört dazu. Und dann habe ich noch gefunden, dass eine Woche nach dem Artikel veröffentlicht wurde, dass sie einen Artikel veröffentlicht haben von dem Hersteller, dass wie man das Zertifikat eben revoked, also halt zurückzieht. Und ja, wenn mein Provider das Zertifikat nicht benutzt oder mein Gerät das Zertifikat nicht benutzt, bin ich dann sicher? Und dann, nein, bist du nicht, weil dein Provider wahrscheinlich einfach allen Zertifikaten vertraut, egal ob dein Gerät das benutzt. Es gibt da verschiedene Spezifikationen und Sicherheitsfeatures, aber die sind nicht vorgeschrieben. Also wenn man nicht weiß, außer wenn man weiß genau, dass man das Zertifikat zurückziehen muss, dann heißt das ziemlich sicher, dass man halt dass man auf jeden Fall dem Zertifikat vertraut wird, weil sie wahrscheinlich alle dem Eurodoxis-Zertifikat vertrauen. Dies ist das Kommando, das sie einem sagen, was man ausführen soll, um halt das Zertifikat zurückzuziehen, direkt auf dem Gerät. Das ist meine E-Mail. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir Fragen stellen. Ich bin wahrscheinlich beim Frama Assembly in der Nähe, also vielen Dank.
Next up is I'm Tomu. Und der nächste Talk ist I'm Tomu. Ja, hallo. Mein Name ist Tim und ich werde über Tomu reden. Aber erstmal kurz was zu mir. Ich bin Softwareentwickler, habe Softwareentwickler gelernt, habe also nicht Sicherheitsdinge gelernt. Ich komme so ein bisschen klar mit Hardware und ich habe ein paar Projekte und das ist eins davon. Und die meisten meiner Projekte brauchen sehr lange, das kann auch schwierig sein, aber das ist keins davon, das habe ich an einem Wochenende gemacht. Also wie hat die Geschichte angefangen? Das ist Zwei-Faktor-Authentifizierungshardware. Und das ist meine Familie. Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ist richtig gut, damit Leute nicht gehackt werden. Und ich will nicht, dass meine Familie gehackt wird. Also dachte ich, ich besorge mal was für die. Also die sollten sowas haben. Das sollten wir wie Süßigkeiten verteilen. Jeder sollte sowas haben, auch jeder hier. Und hier kann man sie bei Amazon kaufen. Und das hier ist das Problem. Das kostet 50 US-Dollar pro Gerät. Das kann man also nicht, ich weiß nicht, was das in Euro bedeutet, aber ich komme mit Hardware ganz gut klar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz wenig Teile hat. Das ist ganz, ganz klein. Also es kann gar nicht so viele Teile haben und es ist wahrscheinlich eine ARM-CPU und es hat wahrscheinlich weniger als 10 Dollar an Hardware eingebaut. Und hier ist so ein ARM-Prozessor, der kostet zwei Dollar als USB-Schlüssel. Und jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt baue ich das als Hobbyprojekt. Ich baue also hier so ein Chip, bastel das zusammen, baue noch ein paar Dinge zusammen und das funktioniert. Und man könnte sich jetzt, also wenn das jetzt eine animierte Slide wäre, dann könntet ihr sehen, dass dieses Licht blinkt. Also ich habe 100 davon gemacht. Das ist das Tomu-Board. Ich habe eins hier in meiner Hand. Ihr könnt es wahrscheinlich kaum sehen. Es hat einen 25 MHz ARM-Prozessor, 8 KB RAM, 64 KB Flash, zwei LEDs, zwei Knöpfe und es hat tatsächlich nur 12 Teile und es kostet, wenn man das einzeln herstellt, dann kostet es 10 Dollar. Ist auch Open Hardware zertifiziert. Ich habe die erste australische Nummer gekriegt, wie es aussieht. Und ich habe 100 von diesen Dingern mitgebracht hierher und 100 Bausätze. Und ihr könnt mir entweder 10 Euro geben oder ihr könnt einen Pull-Request aufmachen, dann kriegt ihr ihn umsonst, weil... Na, ich komme da gleich nochmal zurück, weil ich brauche nämlich eure Hilfe mit der Software. Ich habe die Hardware jetzt fertig, aber die Software ist noch nicht wirklich geschrieben. Ich habe bewiesen, dass es funktioniert, aber ich habe noch keine Authentifizierung dazu geschrieben. Und ihr könnt euch hier den Bauplan zusammenbasteln und ihr könnt die Platinen, also kann ich für euch bauen. Und das sind hier die Leute, mit denen ich das aktuell ausprobiere. Also Frage, ist das Gerät sicher? Naja, also der große Unterschied zwischen diesem Gerät und einem Nano-Key ist, dass ihr die Software kontrolliert, die darauf läuft. Ihr könnt jede beliebige Software darauf ausführen. Ihr könnt sagen, naja, es ist ein ARM-Prozessor. Und ihr könnt es auch selber bauen. Also ihr müsst nicht vertrauen darauf, dass das irgendwo richtig beschriftet ist, sondern ihr könnt es selber sehen. Also ihr baut es selber zusammen. Der Bootloader ist auch Code, den der Benutzer kontrolliert. Das könnt ihr also auch kontrollieren. Und man kann das Debugging ausschalten. Und wenn ihr also unmöglich machen wollt, dass man da rankommt, dann könnt ihr auch Epoxy drauf tun. Also wahrscheinlich ist es sicher, könnt ihr es jetzt schon benutzen? Nein, außer ihr schreibt Software dafür. Wofür könnte man es sonst benutzen? Man könnte es auch als Blinker, als Knopf, als Tastatur, Spaßgerät. Manche Leute wollten da auch Infrarot-LEDs einbauen, aber ihr seht die in eurem USB-Port nicht. Das ist sehr, sehr klein. Also kommt, helft Software hierfür zu schreiben, das ist Open Source. Wenn man dann noch mehr davon kauft, wird es wahrscheinlich sogar billiger. Und ich habe auch eine total High-End-Version davon, die hat 32 KB RAM und 265 KB Flash und hat das wirklich nur 12 Teile? Also lass mal zählen. Prozessor, LED, Widerstände, noch mehr Widerstände, ein paar
ein Planetine und eine 3D gedrucktes Gehäuse, 12 Teile. Unter $10. Also helft mir, dass dieses Zeug großartig wird. Danke. Next up is Opencast, also 16 to 9. Jetzt geht's um Opencast. Hallo, mein Name ist Jan. Ich zeige euch Opencast heute. Es ist ein Open Source Video Manager, den wir bei der Universität Münster benutzen. Es kann Videos managen, verarbeiten. Es hat ein eigenes Videoportal. Man kann Aufnahmen schedulen. Das ist eine All-in-One-Solution und ist in Java geschrieben. Ja, viele Leute benutzen YouTube, um ihre Videos zu posten. Auch Videos von Firmen oder von Unis. Aber man kann auch seine eigene Videobibliothek aufsetzen und dafür gibt es halt Opencast. Man kann es mit der eigenen Infrastruktur vernetzen. Es skaliert super gut. Man kann einfach mehr Server dazu fügen und wenn man dann hat man mehr Prozessorkraft und man kann es mit lokalen Services, also lokalen Diensten, Cloud-Diensten und allem Möglichen integrieren. Und ja, es skaliert bis unendlich. Es wurde damit entwickelt für Vorlesungen und Präsentationen nützlich sein, vor allem beim E-Learning. Das ist Open Source und Opencast wird zum Beispiel bei unserer Universität benutzt, Berkeley, Manchester University und anderen. Und dann gibt es vielleicht noch andere öffentliche Institutionen, private Firmen oder Hackerspaces, für die es vielleicht auch interessant sein könnte. Was kann es noch machen? Es skaliert super gut. Man kann Aufnahmen in den Kalender stellen, an verschiedenen Orten. Man kann analysieren, ausschneiden, transformieren in andere Formate, auf das integrierte Videoportal veröffentlichen, bei YouTube veröffentlichen, iTunes U oder als Podcast. Und es kann auch mit Learning Management Systems wie Moodle, Ilias oder so, die viele Universitäten benutzen, integriert werden. Und es hat auch Zugangsbeschränkungsmöglichkeiten über Single Sign-On und LDAP und Kerberos und alles Mögliche. Also hier sieht man halt das Event-Management-System, was so schon veröffentlicht wurde, wann es anfängt, wann es endet und so. Das sind so die verschiedenen Orte, die es gibt. Das ist so der Workflow, den man definieren kann, wie es funktioniert. Also so kann man verschiedene Prozesse zusammenbauen, wie man es halt braucht, wie man seine Videos veröffentlichen will oder verarbeiten möchte. Hier sieht man zum Beispiel, welche Videos verfügbar sind und dann sieht man an der Farbe, welche veröffentlicht sind und welche nicht. Das ist der Abspieler. Man kann es zum Beispiel im Browser abspielen, man kann zum Beispiel auch im Browser abspielen, so viel wie man will, aber wahrscheinlich kann man in den meisten Browsern oder Laptops nur drei Streams oder so gleichzeitig abspielen. Man kann halt da zwischen den Videos gut hin und her springen. Man hat hier eine gute Zeitschiene. Man kann darauf hin und her schalten, zwischen der Präsentation, also den verschiedenen Stellen in der Präsentation. Falls ihr findet, dass es cool aussieht, wir haben eine super Community, die euch willkommen heißt. Wir haben unsere eigenen Summits. Der letzte war in Köln, der nächste ist in Valencia. Falls ihr noch mehr sehen wollt oder Fragen habt, dann oder eine Demo anschauen wollt, dann kommt bei mir vorbei. Ich bin hier bei Halle 4 bei Chaos West unterwegs.
Und ja, wir haben auch Docker-Images, falls ihr es ausprobieren wollt. Fragt bei eurer Uni nach, ob sie es benutzen wollen. Und ja, helft uns. Wir brauchen zum Beispiel mehr Dokumentation. Und ja, vielen Dank. Thank you. Now we continue with the Jetzt geht es weiter mit The Way We Walk. Okay, so this talk is going to be in German, and he is saying he's going to talk very fast. So it's about the reinvention of the pedestrian in times of the smartphone. And I'm the pedestrian. I wrote down for the last 2 years what I observe in the world when I look around in the world looking at people who watch their smartphones. It's disguised as a picture presentation for my diary. Maybe someone knows my technology diary. We do it together with a colleague, and we write just things down that we are observing. And maybe if we look at it from a on the old entries, it may look very stupid, and maybe in 10 years what I'm doing now looks very stupid as well. And I want to see if what I'm observing is the same thing that you observed, and there's a survey, so you can say exactly isn't it the same for everyone, or you can say I thought I was the only one perceiving it that way, or other ways. And the first thing is means of transportation for pedestrians. There's different means of transportation. First is the elevator, and it's changing since I know where to look with my smartphone when I carry it around. And the second for pedestrians is the stairway. And I used to use the stairs next to the stairway, and now I'm using the stairway because I look at the smartphone, so I know where to go after I leave the stairway. And there's another means of transportation. It's a horizontal stairway, and you can look at your smartphone all the way, but there's usability problems because you sometimes trip over it when you don't watch your step at the end, but they're very bad place, because when you look at your smartphone, a thing at the top is not where you're going to look. So here in Tokyo, they did it smarter. They did it in the peripheral vision of the smartphone user, and there's also a voice that tells you in English and Japanese that you're going to trip if you're not careful. And then there's the traffic lights, and you look at the smartphone and somewhere else that changes the lights, so you're not going to see it. Here in Wales, it's closer, but it doesn't scale. So if more than 3.5 people in front of it, the fourth one is going to trip. So an even better system is an acoustic indication, and the second block's about clothing for smartphone pedestrians. So what changed about the clothing? So first of all, I'm wearing jackets that have a way where I can put the cable. And I'm also carrying, and I'm also have trousers that have closable compartments. And then there's a invention that's from the Himalaya. I got that from Wikipedia. So this is used to keep the headphones from falling down. And when you put that want to put them back in, you already got them handy. So it's also there for the microphone to prevent it from blowing the wind over it, so you're not having the noise in this in the microphone, and it also keeps you warm. So I'm wearing it from September to May of the next year, except for talks where it's very warm, like here. And then there's the trousers again, and you see on the left, you can see where I put my smartphone. On the right, it's the one where I put my money in. So I'll go to the, I have to fix the left one very often. And then there's, when you're in a parking space, you should leave immediately after you pay, but you look at your smartphone so long that there's no way to leave the building because your ticket is already expired. And then a public toilet, and you look at the smartphone,
there is motion control for the light, and they think you're not there anymore. So the room goes black. But luckily you have your smartphone, so in reality it looks like this. And I had at minimum three people that said, oh, I thought I was the only one who perceives it that way, so please use that survey. Please tell me your experiences. I'm going to look at it, and it's either going to make sure that I'm not the only one, or it's going to give me new ideas. So now you can count. Thank you a lot for your attention. The translation team is, may now breathe in again. Yeah, please give a huge round of applause for the translation team. Next up is hacking the Oculus SDK. Jetzt geht es um Hacken des Oculus SDK. Hello, my name is Hallo, mein Name ist Jules. Ich habe meine meiste, was ich gemacht habe bisher, ging um VR oder Virtual Reality. Vielleicht kennt ihr mich als den Entwickler von Revive. Ich kann euch auch kurz erklären, worum es geht. Das ist so das VR-Ökosystem, das wir zurzeit haben. Es gibt drei verschiedene Headsets. Brillen, die man nutzen kann. Und die meisten Hersteller, haben auch Support für andere Headsets außer Oculus. Und wir haben halt uns damit beschäftigt, dass man das wollen das halt verbessern. Und der Hersteller Oculus meinte dann, ja, solange sie unsere Spiele kaufen und in unserem Store, ist uns egal, ob die Leute unsere Spiele modden, woanders zu laufen. Aber das ist natürlich suboptimal. Und deswegen haben wir Revive gemacht, was ist so ein Kompatibilitätslayer mehr oder weniger, so ein bisschen wie Wine, nur für Virtual Reality. Aber wo würde man sowas machen? In der Oculus Pipeline oder dem Entwicklungsprozess. Wir könnten es halt eine eigene Applikation machen, aber dann müsste man es für jedes Spiel machen. Oder in der Hardware, aber das ist auch super schwierig. Oder halt im Oculus Server oder in der Oculus Runtime. Und der Server ist nicht öffentlich dokumentiert, aber die Runtime ist öffentlich dokumentiert. Und dann lass uns einfach die Dokumentation nehmen und die eigene Version davon schreiben, was dann alles halt über die OpenVR Runtime umleitet und dann halt auf dem HTC Vive Headset auch laufen kann. Wir können die Runtime jetzt nicht einfach ersetzen, weil sie auch einen Code Signature Check implementiert haben. Und vielleicht wollt ihr auch was Interessantes über das Attackieren der Kryptographie hören, aber naja, da es auf Windows läuft, können wir einfach an so einen Windows API Hook nehmen und dann da unseren Code halt einschleusen. We released this around the launch of the Oculus Rift SDK. Die haben das so ungefähr veröffentlicht, als die Oculus Brille dann rausgekommen ist, und Oculus fand das jetzt nicht so super, und sie meinten, ja, ihr sollt das nicht nutzen, weil es nicht vertrauensvoll und es könnte vielleicht kaputt gehen vom nächsten Update. Zum Beispiel das nächste Update. Und sie haben dann ein bisschen was in ihrem Digital Rights Management verändert, und dann ging es erstmal nicht, weil das ist der Teil, der dann schaut, ob man das Spiel auch gekauft hat. Und dann haben sie halt verändert, dass der Server schaut, ob man die Brille auch gekauft hat. Und naja, es ist vielleicht, es ist undokumentiert, also es ist komplizierter, nein, aber es ist der gleiche Sicherheitscheck. Und dann haben wir das
die Adresstabelle gepatcht und es wird danach nicht nochmal gecheckt. Und dann benutzt man einfach unsere gepatchte Version, die dann den Digital Rights Management Check halt überspringt. Und dann haben sie halt noch eine Pressemitteilung rausgebracht und sagten, ja, die ihr sehen könnt. Ja, sie wollten halt versuchen, noch jedem zu sagen, ja, ihr könnt immer noch, jeder kann immer noch das Spiel modifizieren, aber halt auch die Blockade von Revive, zu berechtigen. Also sie haben dann gesagt, ja, für dich selber ist es okay, aber wenn du es für alle verteilst, dann ist es halt problematisch und es gab viel kontroverse Diskussionen. Und dann haben sie halt irgendwann beschlossen, ja, es ist halt nicht mehr wert und wir hören halt mit dem Digital Rights Management auf, weil das irgendwie es nicht wert ist. Weil es einfach, und ich bin sehr dankbar dafür, weil es natürlich viel besser ist, die Benutzer einfach die Spiele spielen zu lassen, die sie spielen wollen. Okay, vielen Dank. Ich würde auch gerne sagen, dass Oculus die Kronos Group halt noch Mitglied der Kronos Group ist, dann ist es in der nächsten Version hoffentlich kein Problem mehr. Der nächste Vortrag ist Kilos Gone. Okay, Amaku and me want to give a short introduction on the insecurities of Keyless. Wir möchten eine kurze Einführung in die Keyless Gone Systeme geben, was ein guter Überblick über den ganzen Zustand des Autoschlüsselsystems ist. Das sind Systeme, wo man einfach zu dem Auto gehen kann, wo man den Schlüssel nicht aus der Tasche nehmen muss, um das zu öffnen oder es zu starten. Es ist unabhängig von dem klassischen RF-Key, den jedes Auto heute hat. Es ist ein bekanntes System. Es ist verbaut in den meisten Mittelklasse- bis Hochklasse-Wagen. Das Prozedere des Austauschs des Schlüssels ist folgendes. Das Auto hat ein paar Antennen außen und innen. Und das Auto sendet ein Signal auf ein 125 kHz Signal. Und wenn das den Schlüssel das Signal hört, dann antwortet es auf ungefähr 430 MHz. Das hängt ein bisschen von dem aktuellen Hersteller ab. Und das Auto sollte dann öffnen. Das RF-Signal ist sehr kurz und die Antwort ist dann sehr lang. Und das ist die einzige Sicherheitsmaßnahme in diesem Austausch. Und vielleicht können wir dann einen Angriff machen bei dem Austausch. Das ist das eigentliche Gerät, das wir für unseren Relay-Angriff benutzt haben. Auf der linken Seite ist die Autoseite. Und das nimmt das Signal auf und das ist übertragen über eine FPV-Übertragungseinheit. Und die andere Seite, die Schlüsselseite, benutzt den RFPV-Empfänger und überträgt es einfach über die Antenne. Das ist sehr limitiert in der Bandweite und es ist eine sehr niedrige Technologie. Das ist der erste Schema für unseren Aufbau. Es ist eine verkabelte Version. Oben links ist die Eingangsantenne und unten rechts ist die Ausgangsantenne. Und das ist die It costs 30 euros to build this. Es kostet 30 Euro, das hier zu bauen.
Yes, these are the bags you might have seen. Das sind die Taschen, die ich vielleicht schon gesehen habe. The setup. Das beinhaltet den kompletten Setup. Es ist einfach in Realität zu nutzen, weil es ist nicht leicht zu entdecken. Und wir probierten das mit 10 Autos und den meisten konnten geöffnet und gestartet werden. Und wenn der Motor startet, kann man damit einfach wegfahren, das Auto würde nicht stoppen. Und aus Sicherheitsgründen würde der Motor nicht ausstellen, wenn das Signal verloren geht. Die einzigen Autos, mit denen wir Probleme hatten, die waren verändert in der Frequenz. Stattdessen 130 GHz. Und hat die Reichweite von unserem System begrenzt. Das ist kein Problem mit dem Ansatz an sich, bloß aber mit unserer Umsetzung. Der ganze Ansatz, die Signalstärke zu messen, ist kaputt und es kann nicht mit Software-Updates repariert werden. Sie müssen komplett das System einsetzen. Ihr habt vielleicht gehört, dass einige zu einer anderen Version gehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, habt ihr mehr technische Details auf unserer Webseite. Und ihr könnt uns kontaktieren unter palmerride@aachen.ccc.de. Und ihr könnt uns auch nach den Lightning Talks treffen. Thank you. Now, hack basis, 5 years. Also 4x3 ratio. So, hi. About hack basis. How are you feeling? Hi. Hallo, der ist wohl auf Englisch. So well. Okay, ich fühle mich nicht so gut. Tut mir leid, wie geht's euch? Ich spreche vielleicht dann nicht allzu viel. Fünf Jahre Hackbasis. Yeah, Hackbasis. Wer kennt Hackbasis? Wow, who doesn't know Hackbasis? Oh, sind wenige. Wer kennt nicht wow, Hackbasis? Okay. Oh, das sind ganz viele. Oh, das. Also, das ist der Fahrplan hier. Was sind Hackbasis? Ist wie ein Hackerspace? Was man von normalen Hackerspaces erwarten kann. Und es muss öffentlich zugänglich sein. Eine Garage mit ein paar Werkzeugen drin ist kein Hackerspace. Es muss öffentlicher sein. Und das ist im Moment die Liste der Hackbases. Ich habe die erste auf der Liste angefangen. Es gibt noch ein paar mehr und noch ein paar, die so eine Art Hackbases sind. Aber das ist ein schönes Poster und wir wollen möglichst die Lebenshaltungskosten minimieren und damit man machen kann, freie Software machen kann und Sachen, zu denen man Lust hat. Die wesentlichen Interessen sind, ja, ich würde euch aufrufen, auch eine Hackbase zu starten. In den letzten 5 Jahren haben wir im Wesentlichen 2 Modelle gehabt. Einfach, man mietet das Haus und man sollte sich der Umgebung bewusst sein und es gibt noch einige andere Sachen. Das zweite ist, was wir auf den Kanaren im Moment machen, auf den Kanarischen Inseln. Wir haben hier also nicht viel Geld dafür ausgeben. Ein großer Teil des Geldes ist immer die Miete und dann braucht man das nicht mehr. Lebensmittel ist immer noch, wenn man selber Land hat, kann man das vielleicht dafür nehmen und auf dem Land wohnen. Ich will noch 2 Sachen kurz ansprechen. Und totalism.org zum Beispiel, das Kalender, das ist der beste Hacker-Kalender. Legt euch dann ein Bookmark dafür an. Und dann gibt es auch noch totalism.org Maps, das sind Hacker-Maps. Wir reisen ganz viel und ja, wir machen Karten. Und eine Ankündigung, das nächste Experimental Hack Camp
ist dasselbe. Ja, es ist noch Zeit. Man kann für 50 Euro von Hamburg aus dahin fliegen am 5. Januar. 25 Euro gibt es einen Flug für mich von Frankfurt nach London, 20 Euro. Ja, Flüge sind natürlich bezuschusst, weil die davon ausgehen, dass du Tourist bist. Und also wir haben dieses scheiß Auto gekauft. Und wenn jemand weiß, wie man was gegen Rost tun kann, dann schreibt mir eine E-Mail. Und wir haben einen lokalen Hackerspace gemacht. Und die können da auch ihre Sachen lassen. Und das ist auch cool für sie und für uns auch. Wir brauchen immer noch etwas Geld und wir haben eine Kooperative gestartet. Und wir haben auch natürlich in die Musikanlage investiert und wir haben auch Fotos. Ja, die Musikqualität lässt etwas zu wünschen übrig. Aber fantastischer Lagerraum ist das. It's true. Ja, das ist wirklich wahr. So sieht das aus. Thank you very much. Vielen Dank. Next up, policy making, social engineering. This one is 16 to 9. Just in case you wondered. Hello and thanks for having me. I will shortly talk about Danke, dass ich da sein kann. Ich will über Policy Hacking sprechen und Social Engineering. Und die Idee ist, dass um unsere digitalen Freiheitsrechte einfordern können, wir müssen mehr Politik machen. Man muss auch langweilige Sachen und es dauert elend lange, wenn man das normal macht. Und ein Ansatz ist Social Engineering und ich gebe mal eine kurze Einführung, was das ist und einige Beispiele für offensive und defensive Einsätze und auch Politik zu machen, vor allem in Deutschland und in Österreich. Was ist Social Engineering? Das sind einige, kennen das vielleicht aus dem technischen Hintergrund und jemand hat zum Beispiel einen falschen Ausweis oder so. Aber es gibt auch die Möglichkeit, betrachten, wie man Leute manipuliert und die Politik in eine bestimmte Richtung drängt. Und der Hintergrund von diesem ist, Menschen sind auch sozusagen programmierbar. Man kann vielleicht Common Sense oder Common Sense, einfach nennen, gesunder Menschenverstand, dass Menschen sich nicht immer auf das Richtige konzentrieren. Aber wenn man Statistiken anguckt, wenn man sich nicht mit Statistik und Statistik auskennt, dann weiß man nicht, ob jemand einen anlügt. Und es ist wichtig, dass man die Werkzeuge kennt, um sich auch verteidigen zu können oder um politische Kampagnen herauszufinden, was wirklich passiert. Es gibt hier den Yes-Man, hat einen interessanten Stunt gemacht. In 2004 haben sie behauptet, dass die neue Firma Bhopal, wo bei dem großen Unglück, wo mehrere tausend gestorben sind, die haben behauptet, sie würden jetzt Schadenersatz zahlen den Leuten und dann schon sank der Börsenwert des Unternehmens massiv ab. Und ja, aber es hat wieder Aufmerksamkeit gemacht für die Opfer des Unfalls. So, und hier sind Spielzeughändler in den USA. Und hier ist das rationale Gehirn ist nicht so toll. Und alle sind im Prinzip wie Homer Simpson. Und wenn sie Bier sehen, denken sie nur, Bier. Und und wir müssen auch viele, das trojanische Pferd kommt natürlich aus der griechischen Mythologie und das passiert auch überall in Werbung.
Und es gab in 28 Millionen Dollar einen Bankraub in Antwerpen. Der hat einfach nur ganz als normaler Kunde, war der einfach dort und konnte einfach 28 Millionen klauen. Und es gab einen Einbruch beim FBI und die haben einfach einen Zettel an die Tür geklebt, bitte diese Tür heute Abend nicht abschließen. Und das war alles und dann sind sie einfach reingekommen beim FBI und das ist einfach wunderschön. Und das war trug bei zum Ende der Karriere von J. Edgar Hoover. Und ein anderes ist auch, wie man zu einer Oscar-Party reinkommt und man verkleidet sich einfach als Koch und dann kommt man einfach rein. Und es gibt auch Verteidigungsstrategien, die man wissen sollte. Und hier gibt es eine große Liste auf den Slides, da kann man einfach nachgucken online. Und es gibt eine gute Übersicht. Und es ist wichtig, dass man versteht, was hier passiert. Medienkompetenz und die Filterbubble und Werbung und Effekte, die lange anhalten. Und das ist im Wesentlichen das, was euch beeinflusst. Und man muss erst wissen, was es da gibt. Und dann, man muss die andere Seite kennen, damit man sich verteidigen kann. Es gibt hier diese sechs wichtigen Regeln, wie man das machen kann. Das erste ist einfach die Erwiderung und dass man einfach ein soziales Verhalten, dass jemand lacht und dass man dann mitlacht, niemand lacht und dann gibt es einfach, dass man sich einbringt und Konsistenz bleibt und dann gibt es, dass man etwas mag. Wenn man oft Ja sagt, dann wird die Konversation besser und wenn man irgendwo reinkommen will und wenn man sich gut anzieht oder auch schlecht und man muss auch den Eindruck erwecken, dass nur ganz wenig da ist von bestimmten Sachen und dann werden die auch beliebter. Und das ist einfach gesunder Menschenverstand zum großen Teil. Und man kann es in Robert Cialdini lesen. Und im Zug in Deutschland haben wir es gibt hier Gesetze in Deutschland. Man kann seine lokalen Politiker unterstützen und später, heute Abend gibt es ein Social Engineering Poetry Slam. Und wenn ihr daran interessiert seid, und das hier ist die ganze Liste, die ihr nochmal angucken könnt. Und das war's. Vielen Dank. Next up is Gulasch Programmiernacht. And we assume the next talk is going to be in German, so we'll be translating in English. It's about the Gulasch Programming Night. Okay, so my name is Obelix. It's going to be in German. If you don't understand it, then you can talk to me later for details. What's the Gulasch Programming Night? Who has ever heard about it? Okay, so I can leave right now. No, but Gulasch Programming Night is happening in Karlsruhe every summer. This year is going to be in May. And it is a bit like Congress, but also different. We also call this Congress Winter Gulasch Programmiernacht. So how did it happen and how did it get this funny name? So about 15, 16 years ago, people in Karlsruhe were in the hackerspace and thought we want to work for longer on a project this weekend. So what do you cook if you want to have simple and tasty food? Then you cook gulasch. So we invited a few friends and we sat into the basement. And it looked like this. It was a bit creepy maybe, so you need to know that this is where you want to go. Free gulasch here. And you can imagine this is getting more weird. So we didn't have ways to cover the kitchen appliances, so we just took cases from computers. And how did it look 15, 16 years ago? Lots of large monitors and a lot of people with beards. So this was the first gulasch programming night, about 20, 25 people, and we cooked gulasch together. And this got more popular, so how does it look now? So it escalated a bit. So we are now one of the largest locations in Karlsruhe. It's the Zentrum für Kunst und Medien.
We have several thousand square meters, and it's basically one large room. So you see the lounge right now with the sofas and the chill area. And there's DJs, music, there's a few tables, and behind there's the first part of the Hack Center. This is the other part of the Hack Center. It's in an old weapon factory. It's now a museum. It's a very nice spot, and you can hack a lot there. And there's lots of colorful lighting, and you have talks, so it's basically the same thing as here. And so you say, well, I'm coming to Congress, why should I go to the Gulasch programming night as well? It's a bit different. There's a few facts. So it's also 4 days, so this is similar to the Congress. It's there's Marte and Chunk, and you get a very similar feeling. But the largest difference is it's free entry. So Gulasch Programming Night is financed completely through voluntary payment. We don't have to. So it's we ask people for 20 or 25 euros. You can give more, of course, but you don't have to. And the great thing is you can just come over for just one evening. Obviously, that's not possible here because a congress center like this costs a lot of money, but we, being a smaller venue, we can offer this, and that changes the concept of the Gulasch Programmiernacht. And there's a lot of museum visitors and students, so this is very different, and a lot of people maybe don't know that. People come there and think they can just sit in the corner and don't need to be bothered by being photographed. This is different with us. We allow people to take photographs because we can't prohibit them. It's just museum visitors, so we can't change that. But it's the same thing. It's hackerspaces, it's talks. However, the talks are smaller. It's not 3,000, but 300 people. Of course, we have Gulasch. And a lot of it, so we sold 1,000 portions last year. It's organized by CCC Karlsruhe, the Entropia. And the last point, it's not in Berlin. Please don't take that too seriously, but a lot of things are concentrated around Berlin. This isn't. If you have more questions, it's 25 to 28th of May. All the infos are on the internet. Have a lot of fun. Next up is Open Sourcing Internet Voting. So, jetzt geht es um Open Source Internet Wahlen. In 4x3. Hallo, ich zeige euch, wie das, das elektronische Wahlsystem in Genf jetzt funktioniert. Wir haben das seit 2003 in der Schweiz. Und es ist bei der Regierung etabliert worden. Das ist aber nur einer der Wege, auf die man wählen kann. Man kann auch mit Papier oder Post oder halt ganz normal wählen. Und es ist auch limitiert, weil nur 30% der Bevölkerung darf Online-Voting benutzen. Und bisher war es halt ganz proprietär und geschlossen. Und jetzt haben wir es immer geschafft, die Einstellung der Regierung zu ändern, sodass es jetzt offener ist und man halt besseren Einblick hat, wie es funktioniert. Requested an audit, and they just received like a big pile of paper with all the code written. Und naja, so they just like left it. 2012 gab es so ein Audit, und dann haben sie halt so eine große Packung Papier bekommen, und naja, damit kann man doch nicht arbeiten, hieß es denn. Und dann hat die Regierung und die Sicherheitsleute haben natürlich gemeint, ja, es ist halt, wir müssen es proprietär halten, weil damit es halt sicher ist, und ja, das aber, wie gesagt, dann ja, das funktioniert doch nicht.
Und dann kam es natürlich raus, gab es einen Bug, den wir gefunden haben, dass man halt theoretisch zweimal wählen konnte. Und dann hat die Regierung aber gemeint, ja, es ist alles unter Kontrolle, wir konnten einfach die überflüssigen Wahlzettel halt aussortieren und dann war es halt so, ja, was habt ihr gerade gemacht? Ist euch das überhaupt klar? Und dann ist ihnen aber vielleicht auch den manchen Offiziellen auch so langsam aufgefallen, dass sie vielleicht mal was ändern sollten und die Kultur sich ändern sollte, damit man halt da es da Standards gibt und halt klar ist, was jetzt abgeht. Und dann gab es immerhin irgendwann einen richtigen Audit, aber man konnte es zum Beispiel nicht kompilieren und überhaupt, also es war nicht sehr angenehm, aber es war schon sehr viel besser als davor. Also man hat immerhin schon, war man involviert und wir waren immerhin auch in den wirklichen Prozess involviert, also was halt so abgeht. Und wir konnten dann immerhin ein paar Vorschläge geben, die sie halt auch teilweise umgesetzt haben. Manche davon echt blöd. Also dann gab es zum Beispiel das Kabel von dem Monitor entfernt, damit man das Passwort nicht sehen konnte oder so. Aber dann konnte halt in der Zeit die Person theoretisch andere Sachen tippen. Man konnte dann nicht wissen, was sie machen. Und ja, sie waren dann froh darüber, dass wir solche Vorschläge gemacht haben. Und es hat sich halt durchaus verbessert. Und dann haben sie jetzt immerhin auch mich wirklich eingeladen in 2014 als Teil der Wahlkommission. Und danach haben wir auch so Transparenz-Workshops organisiert, wo halt viel darüber geredet wurde und es auch noch mehr Verbesserungsvorschläge gab. Und ja, es war also super, dass wir dann das immerhin teilweise open sourcen konnten. Und ich habe jetzt nicht im Report gesagt. Und ja, was ich halt den Leuten gesagt habe, also ja, den Code kann man so nicht open sourcen. Und ja, es war auch nicht einfach für sie. Also, weil, um das zu auditen und das zu veröffentlichen, musste man zweimal das Gesetz ändern. Und das war also auch nicht einfach für sie. Und es war wirklich wichtig, da auch drüber zu reden. Und am 14. Dezember dieses Jahr habe ich dann eine E-Mail bekommen und dann hieß es, ja, das wird jetzt Open Source. Und es gibt schon ein paar Stars auf GitHub und ja, hoffentlich kann die Community jetzt daran weiterarbeiten. Vielen Dank. Der letzte Vortrag für heute ist die Robots. Hallo, ich bin Fabio Pisanti. Ich will nur einen Prototyp eines Konzepts vorstellen, um die versteckten Informationen von Webseiten herauszufinden. In den meisten westlichen Ländern, da gibt es ein Gesetz, dass sie bestimmte Sachen online stellen müssen, wie die Bezahlung von Managern, die Verträge mit Firmen. Und das ist getan, damit Aktivisten danach suchen können und damit man sehen kann, welche Korrelation es da gibt. And the robots, it's a, let's say, a Sunday project that I would like to go through. Das ist ein Projekt, mit dem ich durchgehen möchte. Und es geht darum, Informationen zu finden, die versteckt sind und wie man sie zurück in den Index bringt. Ich habe einen schnellen Text auf in Italien gemacht, because ich bin Italiener. Habe ich einen Text gemacht, um alle Skripte von Robots Script
herauszufinden, und es hat sich ergeben, dass mehr als 1000 versteckte Teile waren. Und einiges, was wir gefunden haben, war auch interessant. Was da drin war, war Transparenz-Sektion von den Verträgen und die Lebensläufe von Managern und welchen Stellen Überblick zu geben. Das italienische Parlament versteckt alle Lebensläufe und alle Bezahlungen von Managern in Sizilien. Die verstecken alles, die verstecken die komplette Transparenzbereich. Das kam raus aus dem Italien Fact-Checking. Und auf der Europäischen Union Webseite, da gibt es das Transparency Register für Lobbyvereine, und die müssen sich auf dieser Webseite registrieren. Und die müssen ihre Kalender veröffentlichen. Es ist eine gute Maßnahme, um die Influenz von Lobbyisten zu messen. Und es ist auch versteckt. Wir haben herausgefunden, wenn man für einen bestimmten Manager sucht und herausfinden möchte, auf Google alle Treffen, die sie in der Europäischen Union hatten, man kann das nicht, weil es nicht im Index drin ist. Aber was können wir als Hacker-Community dagegen machen? Und ich habe einen Code geschrieben. Sensafiltri.org, that means without filter. And hacked the Python R proxy. Und ich habe einen Proxy geschrieben, der it's accessible, the very same website. Und mit dieser Website ist das alles zugänglich und zugänglich durch Google. Und es sieht so aus, als ob es aber funktioniert. So, now all that website are basically re-indexed. Jetzt sind alle von diesen Webseiten wieder reindexiert. Und das ist nur ein Prototyp, aber das ist dann der Prototyp von diesen regierungsversteckenden Webseiten. Das sind einfach Webseiten, die versteckt sind, und die sollten in den Suchmaschinen verfügbar sein. Dieser Talk war, um euch alle zu interessieren, und lasst uns eine Kommunikation draußen haben, Unterhaltung draußen haben. Python hack that I made on Sunday and make a stable the robots service. And an additional interesting point is, und ein zusätzlicher interessanter Punkt ist, wenn die Suchengine, die Suchmaschine, sucht diesen R-Proxy, wir können alle diese Informationen, die versteckt sind, und wir können ein Portal aufmachen, das für alle diese Informationen sucht und das diese versteckten Webseiten auflistet. Very nice. So that concludes our session today. Fuck.